Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal Electric Techie. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr euch eine Handyhalterung mit Klingel selber bauen könnt. Ach ja, und wenn ihr neu seid, dann abonniert doch meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Los geht's nach dem Intro. Für die Klingel benötigt ihr einen Schalter mit einer Halterung, um diese am Lenker befestigen zu können. Einen Buzzer. Und einen Stecker mit Anschluss. Als erstes müssen wir eine Seite von dem Stecker an den Buzzer löten. Als nächstes müssen wir die andere Seite von dem Buzzer an die Batterie anlöten und die andere Seite von dem Stecker auch an die Batterie. Dann schrauben wir die Halterung von dem Schalter auf. Dann löten wir zwei Kabel an den Steckeranschluss. Die zwei Kabel löten wir dann auch an den Schalter. Schrauben wir den Schalter wieder in die Halterung. Jetzt ist der Schaltkreis fertig und wir können mit der eigentlichen Halterung beginnen. Die eigentliche Halterung benötigen wir Gummibänder und Eisstiele, ein Ü-Ei, eine Pappe, die so groß ist wie das Handy. Als erstes nehmen wir uns das Ü-Ei und schneiden die kugeligen Enden ab.
Dann schneiden wir die einzelnen Hälften auseinander. Schaschlikspieße schneiden wir wie im Video gezeigt zurecht. Das machen wir zweimal und kleben sie dann auf die Pappe. Nehmen wir uns zwei weitere Schaschlikspieße und kleben sie auch auf die Pappe. Jetzt nehmen wir uns vier gleich große Pappstücke und kleben sie an die Seiten von der Pappe. Zwei Gummibänder kleben wir auf die Rückseite von der Pappe, damit das Handy später nicht aus der Halterung fällt. Nehmen wir uns eine Hälfte von dem Ü-Ei und kleben sie mittig auf die Pappe. Jetzt können wir die Hülle farbig ansprühen. Dann kleben wir den Schaltkreis auf die Rückseite von der Pappe. Um die Halterung am Fahrradlenker befestigen zu können, nehmen wir zwei Kabelbinder. Jetzt ist die Halterung fertig und wir können unser Handy in der Halterung befestigen. Damit die Klingel auch funktioniert, müssen wir die zwei Kabel verbinden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Tschüss, bis zum nächsten Mal!